Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zurück zu Outlast 2, Folge 3. Der Knot scheint so richtig ein an der Waffel zu haben. Klare Sache. Naja, wir gucken mal, was uns das jetzt hier bringt. Unsere Frau ist ja auch anscheinend auch schwanger. Und nicht nur Annalie hat den Antichrist in sich. Nein, auch meine Frau. Klar ist das so, wie es ist. Kann ich hier noch aufnehmen? Jawohl. Gucken wir mal, was aufnehmen können. Müssen. Gut. Alter, also irgendwie. Aber wir gehen einfach mal hinterher. Achso, ich habe meine Brille nicht mehr. Bin schon gewundert, was hier so unscharf ist. Aber der Mann, der trägt ja eine Brille. Wir gehen einfach mal hinterher, vielleicht kriegen wir eine neue. Das wäre schön. So. Oh, Alter, ja. Jetzt geht's ab. Hallo. Fall da hier um. Bevor es hier weitergeht, würde mich mal interessieren, wie gefällt euch denn bis jetzt das Spiel? Bis jetzt ist okay. Ich habe ja viel Negatives schon gehört, aber mal gucken. Mal gucken, ne, Leute? Oh. Er ist nicht mehr ganz da. Gleich klappen wir um. Ich hoffe, also ich denke, ich gehe einfach mal vom aus, dass er uns hilft, ne? Weil der Knot hast. Du hast Knot. Bist ein guter Mann. Oh, wir können hier sehen. Was ist los? Hatten wir doch nicht die Brille verloren? Wir waren einfach nur Kopfschmerzen und so, ja? Alles klar. So, jetzt sehe ich dich auch mal. Ist ja ein wunderschöner Typ, ein Banjo-Spieler. I gave a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Habe ich. Sorry. Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. Okay. Come on. Get you inside. Komm rein. Ich finde auch, das Spiel ist sehr hektisch so, ne? Auch wenn ich mich jetzt hier so umgucke, so. Oh, ich einfach mal rein. Quick now, before somebody sees you. Was ist los? I'll be okay. Mir geht's nicht gut. Der verarscht mich doch, Alter. Der verarscht mich doch sicher. Aha. Satanas Inimical Dei. S-I-D. Mhm. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Check mir mal die Lage hier, Alter. Guck mal um. Ist ein Traum hier. Ein Traum von Haus. Ja, hier runter. Weh, du verarsch mich, Alter. Komm wieder hoch und dann gibt's ein paar eine Fresse. It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Ethan kümmert sich. Na gut. Ach, ich hab doch. Wie war das? Fuck, wie war das? Moin. Oh, Kacke, ich hab's vergessen. Oh. Ich kann mich doch heilen, ne?
Was war doch da? Leute. Oder soll ich mich einfach nur ausruhen? Kann auch sein. Schöne rote Kerze. Ja. Hier ist ein Bett. Das ist kein Bett. Ein Grab. Los, schlafen. Könnte ich würde ihm gar nicht glauben, Alter. Das vergessen, ich würde nicht pennen. Aber Ethan kümmert sich. Was passiert jetzt? Das kommt. Speichern. Speichern immer ein beschissenes Zeichen. Alter! Be still! Take your penance! God loves you! God loves you! Wo alt war der? Boah, Alter! Verrückte Alte. So, ich muss noch irgendwie. Da geht doch, das ging auch mal vorher nicht. Mal verwenden? Muss ich nicht. Okay. Also ging einfach nicht vorher. Ich sollte einfach pennen. Dann bin ich wieder fit. Oh, wir machen mal hoch, wa? Was waren hier gerade? Hätte ich das abbrechen können? Hätte ich die vielleicht hier runterfallen lassen können? Hätte ich eine retten können? Nee. You didn't give me up to her. Not even though she... Thank you. Ja, sag euch mal, fettes Dankeschön raus, mein Freund. Ja. Das, gucken wir uns mal an. That woman, or whatever she is, beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Das ist auch, ohne Witz, eine Monsterfrau gewesen. Sie sah aus wie die von Game of Thrones da. Von Tart. Brienne von Tart. So, die ist sie, ne? Aus dem Riese. Ja, tut mir leid, Alter. Was soll ich zu sagen? Huch, das nicht. Boah, sehen, ey. Boah. Bück mich mal. Huch. Oh, eine Aufnahme machen, ja. Es tut mir leid. Danke für deine Hilfe. Gut. Leute, dann würde ich sagen, da ist was zum Lesen.
Richtig geil. Okay. Wie ein Brief an Paul. Warte mal. Komm mal rein. In die Geschichte. Den kennen wir noch nicht. Den werden wir lesen. So. Paul, du musst Papa sagen, dass Annalie krank war. Und das ist die Wahrheit. Sie ging zu ihrer Mutter, um mit den anderen Bäuligen zu leben. Sie war zu schwer betroffen und ihre Wunde zu schmerzhaft für eine Untersuchung. Und ich schickte sie fort, weil ich nichts für sie tun konnte. Du musst wissen, dass ich dies nicht getan hätte, hätte ich eine Wahl gehabt. Ich liebte dieses Mädchen mehr als mein Leben und jedes andere. Und ich weiß nicht, warum Papa Knut glauben würde, dass ich lüge. Aber du musst ihn von der Wahrheit überzeugen. Gott liebt dich. Dein Vetter Ethan. Okay. Und er versucht, das Ruder rumzureißen, ja. Oh, hier. Batterien kann man nie genug haben. Schwere Zeiten. So, das Türchen ist öffnen, wenn wir sagen, wir mal durch, oder? Einfach mal so locker. So locker wie ich bin, gehen wir hier durch. Die abgeranzte Bude hier. Ich würde sagen, wir gehen ins Wasser. Vielleicht am sichersten, oder? Bleibe nicht auf dem Weg. Geh abseits der Wege. Scheiße, ich komme anders. Oh, ich dachte, da wäre was. Aber nein, da war nichts. So, wir kommen von da. Vielleicht durch das Tor oder hier durchs Wasser. Schrill, schrill, schrill. Ich glaube... Hier kann ich mich verstecken, okay. Also hier geht's nicht lang. Da ist auch immer ein Feuerchen, ein kleines. Das größte Feuer, das man noch nie gesehen hat. So. Na gut, dann gehen wir halt einfach mal ins Wasser und gehen da weiter. Würde ich jetzt so mal behaupten, ne? So locker flöckelig wie ich bin. Ja, ist ja gut. Und so mitten in der Butting einer haben sie mal hier niedergelassen und machen ihr eigenes Ding hier. Was mit dir los, Alter? Seht ihr mich? Also ich bleib mal unter Wasser. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier verrecke. Nur Behinderte hier, Alter. Ah, hast du noch gebetet? Wunderbar. Ja, ja. Aber oh, das hat sie wahrscheinlich gerade erzählt, ihr Alter. Oh, ne. Ah, okay. Knut hat wieder das Wort. Der Lappen. Krass, ja. Oh, fucking Christ. Boah, wirklich.
Ach, das ist das Feuer. Alter, Leute, ne? Hat mich jetzt nicht erschrocken. Oh, Alter, das wird heftig. Gucken wir mal, was hier los ist. Ist das? Verbinde. Ja, was zum Lesen. Checken wir gleich. Hier stand sie. Hätte uns locker gesehen hier. War ganz locker. So. Mal gucken. Mal gucken. Kapitel 5. Ach, hier wieder von seinem neuen Evangelium, der Lappen, Alter. Kapitel 5. Und ich sah, und ein Wirbel kam aus der Nacht, ein Feuer, das nach innen brannte, aus allen Richtungen zur Mitte, und es zog das Licht aus den Wänden, so dass ich in einer Leere war, die schien in Regenbögen wie Öl auf einem schwarzen Spiegel. Ich sah trotz des Schmerzes und erblickte, wie aus der Mitte des Feuers kam die Gestalt eines Geschöpfs, eine Gestalt, die einem Menschen ähnelt, wie ein Kreis einer Kugel. So wie der Querschnitt einer Kugel ein Kreis ist, so wäre der dieser Kreatur ein Mensch. Und dies waren deren Erscheinungen. Sie schienen gleich Jesu Qual am Kreuz und hatten Brust und Geschlecht eines Mannes. Und ihre Gesichter waren zahllos und ineinander verschmolzen, 1000 Augen und alles ein Mund, mit Flügeln und Rachen, untrennbar selbst dem Auge, und Augen wie Rachen dienten dem vollkommenen Verzehr. So waren ihre Gesichter, und dann waren sie die Knochen der Pferde der 4 Reiter und die Knochen der Reiter ebenso. Und dann wurden ihre Gesichter die Geschlechter der Engel und dann ein Leuchtfeuer, das sang mit einer Schönheit, die Verstand zerreißt, und dann ein Spiegelbild in versilbertem Glas. Denn ihre Gesichter waren all dies zugleich und ihre Flügel verschmolzen und schlugen, dass die Zeit stillstand und ich keinen Atem schöpfen konnte. Pop, pop, pop. Der mit seinem behinderten Evangelium. Wer soll denn das raffen, Alter? Ich guck mich hier mal gerne um. Ich mach das jetzt hier auch. Vielleicht ist er doof, aber man weiß es nicht. Wir machen das einfach mal. So. Oh, ich muss das aufnehmen. Ah! Das muss ich aufnehmen. Haben wir wieder was zum Gucken, Leute? They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Warum? Weil die alle behindert sind. Kann ich ja schon speichern irgendwie? Speicherplatz ändern. Brauchen wir hier mal einfach. So. Für alle Fälle, Alter. Was für behinderte Kackflaschen? Wie scheiße sehen die denn bitte aus? Ohne Witz, oder? Wie scheiße sehen diese Flaschen aus? Wir müssen uns Zeit nehmen für die Kunst, Leute. Wir müssen uns Zeit nehmen. Ohne Witz, alle komplett durch hier. Alle einfach nur durch. Kann er vielleicht umgehen? Das war richtig cool. Nein, kann er nicht. Ich muss ja sicher durchlaufen, Alter. Da wird es richtig eklig. Ich wette es. Ich wette, es wird super eklig. Denk daran, dass du mit deinem Mikrofon durch Wände hören und Geräusche verfolgen kannst. Nutze das Mikrofon mit V. Bitte? Bitte? Muss ich ja hier rüber hüppen.
Was nehme ich hier gerade auf? Was nehme ich hier auf? Die alte Brienne. Brienne von Tart. Die ist doch nur eine Piss. Weißt du warum? Ganz einfach, weil die keiner bumsen will. So, jetzt wollte ich die aufnehmen, aber ging nicht. War ich zu lahmarschig? Und das geht. Muss hier durch. Kommen die? Alter Maul, Alter. Halt dein scheiß Maul einfach. Boah, da laufen sie durch. Wir sind hier wieder, ne? Hier ist doch diese eklige... Nee, wie geht? Na, das wird doch geil jetzt, Leute. Geh mal hier durch. Jetzt wird leuchten hier mit den scheiß Lampen. Oh, Alter. Alter, ist das kacke. Ist das scheiße, ist das. Wir werden uns jetzt hier durchschleichen. Oh, wir sind sogar richtig. Oh, kacke, er hat mich. Er muss hier weg. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Das ist akkurat, der Typ. Er macht nichts. Ja, interagiere. Also ich muss gedrückt halten. Ah! Na geil, Alter. Bleib mal hier. In the Eck. An den rein. Alter. Oh nein. Ah, oh, fuck. Oh, you alone was giving you the key. Was ich schafft? Ist einfach weg jetzt? Wo kommt der hier hoch? Gleich einen auf rüber, Alter. Gleich hart ins Gesicht. Naja, dann. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich lang muss, ne? Gerade. Mal hier. Ziehen. Wir ziehen noch nicht.
Hier ist wieder was zum Lesen, das machen wir erstmal, damit wir klarkommen. Unten läuft er wieder rum. Okay, 7. Januar. Lesen wir das doch mal. 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Boilingen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Fluorid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knot in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von den Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Okay, okay. Er hat so richtig viel Liebe zu geben. Es hört sich so verdammt nach nichts Gutem an. Alles klar. Oh Gott, Alter. 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 Alter, mit Stacheldraht. Alter. Oh. Hör dir den an, Alter. Viel zu hart, Leute. Viel zu hart. Ich würde sagen, weil wir hier gerade ein bisschen Ruhe haben. Bevor es da wieder Action gibt, ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Alter. Das ist schon ein bisschen eklig hier alles. Bis dann, eure Zockermade.